geschehen und der Einstieg in die Enser Kleinkunstkartoffel 2021. Wir freuen uns extrem, dass wir wieder für Sie da sein dürfen. Es ist heute der Neustart der Kulturszene und wir sind gleich von vornherein mit dabei. Und Start ist natürlich ein ganz, ganz großartiges Stichwort, weil was passiert da hier heute? Es starten hier 6 Kabarettistinnen und Kabarettisten auf dieser Bühne den Versuch, ihr Herz zu erobern. Es ist ein Publikumspreis. Sie haben am Schluss eine Stimme, die Sie Ihrer Favoritin oder Ihrem Favoriten geben können. Wer am Schluss die meisten Stimmen hat, gewinnt die Enser Kleinkunstkartoffel 2021. Ein simples Prinzip, versteht eigentlich jeder, Trump vielleicht ausgenommen. Aber es ist ein wunderschöner Bewerb und es ist vor allem wunderschön, dass wir wieder für Sie auf Bühnen stehen dürfen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich Ihnen den ersten Act des heutigen Abends ankündigen darf. Sein Programm heißt Missverstand. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ich glaube, da geht es jetzt nicht um so Schönheitsköniginnenwahlen, die durch den Känguru-Test ersetzt werden, sondern es geht um eine andere Art von Missverstand. Er sagt nämlich laut eigener Aussage, dass er in seinem Programm unter anderem folgende Fragen klärt. Warum heißt es eigentlich Klobrille und nicht Klo-Monokel? Ja, darf man gerne mal drüber nachdenken, gell? Überlebt es die Laus, wenn sie über die Leber eines Alkoholikers läuft? Und mein persönlicher Favorite: Ist eine Pistole wirklich ein schwarzer Vogel mit Inkontinenz? Ja, ich hoffe, dass er uns all diese Fragen voll inhaltlich beantworten kann. Hier ist auf alle Fälle unser erster Künstler, Alex Lovrek. Danke, sehr lieb, danke, danke. Echte Menschen, das gefreut mich narrisch, echt. Ich habe die letzten Monate eher so für Haustiere und so gespielt, deswegen freue ich mich narrisch, echt. Ich muss mich auch entschuldigen für meine leicht wilde Optik, das ist pandemiebedingt. Ich habe auch vor 2 Tagen noch versucht, meinen Friseur zu erreichen, ja, für einen kleinen Termin, aber der ist leider mittlerweile 40 Stunden beim Biller, deswegen, der hat umsatteln müssen. Ja, sorry, jetzt schaut es heute so aus, ist wurscht. Ich habe sehr viel Zeitung gelesen in letzter Zeit, sehr viel. Und da sind mir ein paar journalistische Schmankerl aufgefallen, die ich sehr gern mit euch heute durchbesprechen möchte. Zum Beispiel OE24, also eine Journalismus-Sünde aus Österreich, schreibt hier, ich glaube zwischen dem 12. und 13. Lockdown, circa, schreiben die Prostitution wieder erlaubt. Die gute Nachricht. Es sind nur solche Stellungen erlaubt, die Abstand wahren. Okay, sowie Prostituierte und Kunden nicht in Gesichtskontakt bringen. Nicht schlecht. Überflüssige körperliche Berührungen seien zu vermeiden. Spaß klingt anders, finde ich, weiß nicht, aber lustig klingt das nicht, eigentlich. Die Stuttgarter Zeitung, ich dachte eigentlich ein Qualitätsblatt, schreibt Folgendes: Terrormiliz, Islamischer Staat stellt um auf Homeoffice. Frage, was machen die da? Was machen die in der Homeoffice? Weiß nicht, spielen die online Schieferl versenken oder was machen die? Und der Verlierer sprengt sie in die, ich weiß nicht. Das ist deprimierend, das ist deprimierend. Das ist unsere Medienlandschaft, das sind die Medien, die uns sagen, was die Wahrheit ist. Das ist so. Ich meine, und die Wahrheit, meine Putzfrau, die Frau Dragica, hat mir letztens gesagt, Herr Alex, Sie wollen Wahrheit? Wahrheit wieder niemand in Ihre Kabarett? Ha, 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 ha. Ja, danke Frau Dragica, sehr ehrlich. Die Frau Dragica überhaupt, die kann Geschichten erzählen, die dauern 20 Sekunden, ja, und stellen dein komplettes Weltbild auf den Kopf. Ja, das hier erzählt es aber so nebenbei, so wie der andere erzählt, dass er, weiß ich nicht, beim Adek ein Backel Reis gekauft hat. Ne? Die Frau Dragica, das geht ungefähr so. Herr Alex, habe ich schon erzählt, habe ich 6 Kinder. Meine kleinste Sohn, 4 Jahre, sich so wünschen, Haustier schon so lange. Endlich bekommen von Oma Haustier zum Geburtstag. Kleine süße Babykatze, sich so freuen, ja. Meine Mann, nix wollen Katze. Nehmen Bratpfanne, schlagen Katze, Kopf, tot, Blut, spritzen. Meine kleine Sohn, so viel weinen. Hast du gekauft Kloreiniger, weil aus... Sag ich, Frau Dragica, bitte, warum? Warum?
Aber ich mag so ironische Inhalte. Aber wieder in der Kronenzeitung, ja, ist gestanden, 50% der Leute, da war Umfrage, 50% der Leute glauben, Ironie ist die Wissenschaft vom Bügeleisen. Wirklich, 50%. Da habe ich mich schon gewundert. Ne? Ich habe früher immer geglaubt, Ironie ist eine Krankheit. Ne? Hast du auch Ironie? Nein, hab's mehr mit dem Kreuz. Ein bisschen. Es ist auch schon wurscht. Österreich ist die Nummer 3 in Europa beim Fleischkonsum. Nummer 3. Hast du das gewusst? 112 Kilo pro Kopf und Jahr. Das ist schon viel. Und trotzdem ist Fleischfressen jetzt nicht mehr so in Österreich. Mir kommt vor, es bricht ein bisschen die Lobby weg. Und da wollte ich mich mal ein bisschen stark machen für die Fleischfresser. Ja? Und habe da eine kleine Nummer geschrieben. Ja, nur Fleischfresser gehen wir. Jo, da muss ich nur kurz mich ein bisschen hier pimpen. So, ich persönlich bin übrigens Vegetarier. Aber ja, macht ja nichts, ne? Jetzt noch meine Animal Band, Snoop Doggy Dogg, Mr. Pig und MC Cow. Und geht schon los, ihr könnt zurück tanzen, wenn ihr wollt. Der Klimawandel schreitet rasch voran, das ist nicht toll. Die Tiere furzen unsere Atmosphäre voll. Da habe ich mich gefragt, wie ich das ändern soll. Und dann kam ich drauf, ich esse die Tiere auf. Darum habe ich meinen Menüplan eher fleischlastig verfasst, bei dessen Anblick selbst ein serbischer Fleischhauer ablacht. Zum Frühstück Ham and Eggs, dazu ein Blutwurstkeks, eine Pferdeleber, Käsesemmel, dann für unterwegs. Zum Mittag Vorspeise, Schnitzel vom Schwein, zum Mittag Hauptspeise, Stelze vom Schweinebein als Nachspeise. Darf's ein Rehrücken sein und statt Kaffee ziehe ich mir einen Kuttelsmoothie rein. Um 16:30 eine Pizza mit Salami und Schinken. Ich habe Fleischhunger, soll die Malediven doch versinken. Das Meer ist dort nicht zu hoch, sondern die Inseln zu niedrig. Dann fliege ich all inclusive eben mal in die Karibik. Am Abend Krammelknödel und dazu Schweinsbraten. Mich als Katzenbabysitter würde ich keinem raten. Denn da geht doch was, ein Kulinarik-Spaß. Als Gute-Nacht-Snack ein schöner fetter Garfield-Braten. Ich bin ein Fleischfresser, ein Beef-Tartar-Esser. Ein Veganer ist für mich ein echter Fettnesser. Bevor ich Kohlsprossen esse, werde ich zum Aasfresser. Ich tauch den Speck noch in Schmalz, ja, dann schmeckt's besser. Ich tauch den Speck noch in Schmalz, ja, dann schmeckt's besser. Doch nur vom Fleisch zu rappen macht mich hungrig und ist fad. Drum gehe ich jetzt in die Künstlergarderobe und esse meinen Meerschweinchensalat. Lovrek war das für Sie. Ja, also ich glaube, er wollte uns über Fleischkonsum was mitteilen. Bin mir aber nicht ganz sicher, es war recht subtil, deswegen habe ich es eventuell auch Zwischentöne überhört. Wir